Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Biohazard Revelations 2. Mein Name ist Dolmicro von Gamers Revolution. Herzlich willkommen, Gamer Guys and Girls. Wir hatten ja mal vor geraumer Zeit angefangen, uns so ein bisschen um die Mission zu kümmern und waren jetzt bei Nummer 5, Nummer 5 angekommen, und das wollen wir jetzt mal machen. Aber ihr seht, Rachel, hä? Wo kommt ihr dabei mehr? Ja, die Rachel kommt aus, ja, Gina. Ich hatte das ja mal erwähnt, dass Gina mit Nachnamen Foley heißt und die Schwester von Rachel ist. Also passt das in der Form ganz gut, und auch Lady Hunk kann man wählen, wenn man das möchte. Ja, ist komisch, aber ja. Das machen wir auf jeden Fall mal. Die Iteration 61 ist nicht allzu niedrig. Für die 5 reicht es allemal. So, wir fangen mit einer beschützten Mission an. Mal sehen, wie es so wird. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man nicht nur eins hier beschützen muss, sondern zwei. Das muss der Waffenladen sein. Ja, das ist der Waffenladen. Ich hatte das zwar schon mal bei Jill erwähnt, aber ich sag's gerne nochmal. Es ist ein bisschen schade, dass die Kostüme nicht hundertprozentig genau mit den Vorgängern aus Revelations übereinstimmen. Heißt, beziehungsweise in Revelations hatte Rachel Handschuhe an und ihr Red Suit war auch nicht wirklich so unterarmfrei, wie das hier der Fall ist. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja generell bei Jill der Fall, dass irgendwie alle ihre Outfits mit den Unterarme frei sind. Entweder sind ihr die Sachen zu kurz oder irgendwas anderes ist der Fall, warum die immer frei sind bei ihr, aber weiß ich. Müsste man mal nachforschen, was da genau der springende Punkt ist. Ne? Naja, ach, du mal sterben hier. Er lebt noch. Du bist dreist, der Typ, dass er noch lebt. Okay, fair. Strange Berg. Oder so. Komischer Käfer. Hier kommt auch einer unserer Freunde wieder. Wir werden ihn sehen, wenn er kommt. Ja, Brandmunition. Ich habe nichts gegen Brandmunition, aber in diesem Teil könnte er etwas lästig sein. Beziehungsweise, es ist nicht immer von Vorteil, die zu haben. Ich habe ja auf allen meinen Waffen, fast allen, diese Live-Reach-Funktion drauf. Und das Blöde ist, der Effekt geht nur dann, wenn der Gegner tatsächlich durch die Waffe stirbt und nicht durch den Effekt der Waffe. Das heißt, sobald die Leute Feuer fangen, da sterben, funktioniert Live Leech nicht mehr. Das ist so der kleine Nachteil davon. Hallo? Kennen wir uns? Ich glaube nicht.
Ich habe jetzt gerade gespawnt. Ja. Ist da. Unser Freund der Henker. Warum sieht hier Menschen aus hier? Das ist halt der Nachteil, wenn man zwei Ziele auf einmal verteidigen muss, die dann von beiden Seiten kommen, oder man irgendwie auf der einen Seite einen Gegner hat, der leider zu viel ausgibt. Aber das haben wir nochmal erfolgreich gelöst. Übrigens, die Stimme ist nicht übernommen. Vielen, vielen Dank. Das ist immer noch die Stimme von Gina. Auch wieder so ein Teil, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen. Und wie gesagt, die Handschuhe sind nicht da, die Oberarme sind frei. Unterarme. Aber mein Gott, ich weiß, das dauert. Ja. Und es hätte nicht sein müssen. Bei ihr ist aber so ein Glück 1 noch relativ cool gelaufen. Bei ihr sieht man, da sitzt die Ausrüstung auch wirklich am Körper an und ist nicht wie bei Jill einfach mal in der Luft. Das ist natürlich ganz schön. Gut. Zu lang geschossen. Schade, dass es hier nicht so eine Slogan nochmal nach der Mission gibt. Das finde ich auch ein bisschen so schade. Durch alles Crap, was ich hier bekommen habe. Brauche ich ja nicht mehr, also. Das kann gleich verkauft werden. Und in diesem Pack von Missionen gibt es ja Liquid Fire und Creatures Workshop. Also da müssen wir aufpassen. Beziehungsweise sollten wir uns da auf besondere Aktion mal drauf denken. Aber ich glaube, das nächste ist sogar schon Creatures Workshop. Also ich brauche aber da eigentlich einen Sniper. Eigentlich. Die jetzt nicht so unbedingt. Ich habe nicht mal ablegen. Und dafür mir eine Sniper mitnehmen. Am besten die Muramasa. So. Nein, das brauchen wir nicht. Das wäre Spielsucher. Das wollen wir nämlich haben. Wir wollen das hier erstmal. So, ja, 34 passt noch. Gut. Ich muss bezahlen für das. Das ist... Ja, unschön. Yep. Also ich finde, eine der besten Strategien ist, wenn man hier erstmal das Weite sucht, beziehungsweise sich an einen Ort begibt, wo man relativ sicher ist, meiner Meinung nach. Und der ist meiner Meinung nach hier oben. Ihr seht, 63 Gegner, das ist kein Pappenstiel, aber es sind doch keine starken Gegner, also und so. Und der vom her hätten hier auch ein paar mehr kommen können. Ja, wendig und schnell, aber leider nicht stark. Das ist das Problem dieser... wie heißen die? Nee. Schade.
Das sind keine Zombies, das sind andere. Die haben auch einen Namen. Allgemeinen Namen. Mir fällt mir der gar nicht ein. Diese... Das sind keine Vulkanblubber. Vulkanblubber ist der Feuerwerfer. Hab ich mir... jetzt doch mal rausgesucht. Aber... Diese Viecher sind auch komisch. Ich habe, die heißen Vulkanoid. Wo Vulkanblubber besser passen würde. Also es kommen auch später mal so Gegner, die schwer werden könnten. Die heißen Hunter. Aber ja, noch sind sie nicht da. Also easy going noch. Ah, da kommt schon einer. Upsala. Naja, ging ja nochmal ganz gut. Anders ein bisschen nervig, aber sonst geht's eigentlich. Hier sieht man hier schön lange Sicht auf den Gegner. Man kann planen, was man machen will. Es ist relativ einfach noch. Ach. Das Snipen ist hier nicht ganz so einfach gefühlt. Ich weiß nicht warum. In dem Spiel zu snipern, mache ich selten. Ehrlich gesagt. Aber Vulkanblubber würde zu den Dingen besser passen als Vulkanoid. Jetzt kommt da wieder nochmal Nappert. Auch in der Sparbein, glaube ich. Oder... Ne, die kommen sogar mal als volle Einheit. Aber auch kein Problem. Ja, also ich bin kein Freund davon, dass sie jetzt hier irgendwie Karten übernommen haben, die sie nicht mehr gebraucht haben, also nicht. Hätte es andere Möglichkeiten gegeben, auch das Hauptspiel vielleicht etwas länger machen und dann daraus einzelne Teile übernehmen, aber nein, sie mussten ja irgendwas von alten Spielen nehmen. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Ja, also 13 sind eigentlich die Gewehre hier, die effektiven gegen Hunter aller Art. Two in a row.
das war's. Ja. Nicht wirklich schwer. Nappert und Hunter auch jetzt nicht so gefährlich. Es gibt Stages, wo die gefährlicher sind. Ich weiß gar nicht, ist das 5, wo die gefährlich werden in der Stage? Kann sein. Vielen, vielen Dank! Ja. Vergibst du mir, bitte! Sind auch so ein bisschen komisch. Vergibst du mir, bitte? Naja, gut. Durch mal wieder volle Medaille weggenommen. 62 Stufe schon, das ist schon gigantisch. Die Mission hat nur lang gedauert, mehr nicht. Gut. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ja, die längste würde ich sagen. Ja, aber die Gegnerzahl ist auch die längste von Gegnerzahl, ja. Jetzt müsste eigentlich schon Liquid Fire kommen. Spieler bin ich sicher. Das kann sein, kann auch nicht sein.